Das Bayernzelt steht schon. Draußen werden noch ein paar Lampen ausgetauscht, drinnen der Holzboden gewischt. Am kommenden Freitag wird der 648. Pötzchensmarkt eröffnet. Marktmeister Günther Dick hat nun bei einem Rundgang den stellvertretenden Beuler Bezirksbürgermeister Ralf Laubenthal über den Stand der Aufbauarbeiten informiert. Wir haben also bisher keinerlei Ausfälle von den Schaustellern berichtet bekommen. Wir sind also auch voll im Zeitplan, sodass wir davon ausgehen und hoffen, dass wir also diesen Zeitplan dann auch 100% einhalten können. Wir haben hier an verschiedenen Stellen des Pützinsmarktgeländes eine ganze Reihe von Geschäften, die entweder schon überwiegend aufgebaut sind oder voll in der Aufbauphase sind. Andere Bereiche sind noch frei, das sind aber Geschäfte, die also andere Veranstaltungen vorher noch halten. Und wir haben da auch entsprechende Kontakte zu den Schaustellern. Bisher ist alles, sage ich jetzt mal, im grünen Bereich. Wenn der Stand so bleibt, können wir fest davon ausgehen, dass wir also dann planmäßig mit allen Geschäften dann auch in den Echtbetrieb gehen können. Auch bei der Achterbahn Berg und Tal laufen die Aufbauarbeiten auf Hochtouren. Wenn das Fahrgeschäft einmal steht, verspricht es rasanten Fahrspaß für die ganze Familie. Vom Riesenrad der Familie Kipp stehen schon die Pfeiler. Wie Octopussy, die Wilde Maus oder die Wildwasserbahn, ein Klassiker auf Pützchens Markt. Und worauf dürfen sich die Besucher noch freuen? Ja, Pützinsmarkt ist ja generell eine Veranstaltung, auf die man sich sehr freuen kann. Pützinsmarkt hat ein einmaliges Flair. Hier halten alle zusammen, die Besucher, die Schausteller, natürlich auch die Anwohner, die sich auch in ganz besonderer Weise freuen, wenn alljährlich die Schausteller kommen. Und wir versuchen dann natürlich eine gute Mischung von interessanten Geschäften auf dem Pützinsmarktgelände zu platzieren. Wir haben ein tolles Riesenrad mit 55 Metern, wir haben einen Kettenhochflieger. Die Bayernfesthalle ist hier fest etabliert. Wir werden einen Bereich haben, wo eine Achterbahn, eine Familienachterbahn platziert ist. Aber auch die Freunde, die Wildwasserbahn fahren wollen, kommen hier voll auf ihre Kosten. Und viele andere Geschäfte mehr, natürlich auch im kulinarischen Bereich, wo es im Grunde genommen alle Speisen und Getränke gibt, die man sich so vorstellen kann. Und was wünscht sich Marktmeister Dick für den diesjährigen Riesenrummel? Ich wünsche mir zunächst mal gutes Wetter, eine friedliche Veranstaltung und natürlich die entsprechende Resonanz. Aber wenn diese Rahmenbedingungen stimmen, dann gehe ich fest davon aus, dass Pützinsmarkt wieder brummen wird. Bis die Fahrgeschäfte dann alle stehen, werden also hoffentlich auch die Wolken vom Himmel verschwunden sein.